Jeez. Ernsthaft, jetzt gleich mal ein Bier in der Früh. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Okay, das war erstmal Hallihallo Hallöchen. Willkommen zurück zu Mafia 2. So, wir haben hier lecker gegessen, so ein bisschen grab some food and drinks. Ja, ich bin doch eigentlich voll. Hier Knoblauch ist das da und keine Ahnung, wahrscheinlich eine Zwiebel zusammen mit Toast. Und der Tisch, ach, das ist ja widerlich. Voll die, er hat aus der Flasche getrunken. Das sind wahrscheinlich keine Glasringe, sondern Flaschenringe. Ja, oder die hatten einen HomePod da stehen. Hehehe. Okay, der macht er nur auf Holzabdrücke. Okay, warte mal, ich soll was? Nö, das war einfach nur, dass ich es kann, oder? Das soll ich doch? Nö. Ich sollte mir vor allem aber erstmal was anziehen. Der BH liegt immer noch da. Die Flasche, die Lampe. Okay, sag mal, wilde Nächte hier. Während Vito daneben an schläft und hier Whisky ohne Ende. Das ist eine ziemliche Säufertruppe. Aber die haben Bücher. Und die sind sogar dreidimensional. Das Pipe Magazine, haha, für Raucher. Fast Dog Legs. Ah. Nochmal hier oben, Pipe Magazine. Ist alles das Gleiche. Ja, wenn das jetzt hier nicht 3D gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist doch nur eine Tapete. Okay, jetzt gehen wir mal hier. Leather Jacket, Tuxedo. Sind das die zwei Student Classes? Oh, what the hell, komm, jetzt nehmen wir mal das. Clark Kent! Shit! Na gut, so, ich mache hier zu, mach zu. So, Clark Kent, ja, da könnten wir jetzt eigentlich fliegen, wohin wir auch müssen. Also wir haben einen Job. Hier ist gerade irgendwie voll der fletschende Hund, sag mal. Der bellt. So, was geht denn da unten ab? Ich guck mir das mal einen kurzen Moment an. Und zwei so Obdachlose, einer scheinbar. Sind die beide total besoffen? Der schwankt zumindest tierisch. Der Hund ist nur am Bellen. Was macht denn der da? Schattenbau? Okay, Leute. Sorry. Das ist mir zu laut. Okay, so, jetzt hole ich mir erstmal meine Kiste hier. War das hier oder war das die andere? Nein, war schon hier. Ich möchte meinen Wagen. Ganz klar. Ich finde das irgendwie eine coole Kiste. Selbst geklaut. Ja, warte mal, Radio. Das ist sogar gar nicht weit. With a gun and lockpicks. Oh, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt... Oh, nicht gleich wieder kaputt machen. Ja, geh mal zur Seite. Das ist vielleicht besser für dich. Ich möchte mal kurz testen, was sich denn eigentlich... auch da hinten ist auch schon statt. Ja, so wurscht, ich denke, das kann ich mal kurz machen. Ich habe auf jeden Fall eine Wumme einstecken. Was ist denn da hinten? Habe ich mich noch nie umgeschaut. Ein Müllcontainer. Wow. So, warte mal, hier habe ich noch was gesehen. Wanted by US Marshals. Das ist super. Den erkenne ich nicht, den Typen. Das ist ja ein super Plakat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Lockpicks habe, aber mal schauen, das wird mir das Spiel dann schon sagen. Ich hatte ja das letzte Mal eigentlich welche gekauft und ich habe sie ja nicht kaputt gemacht. Wow, what the? Oh, da war ich ein bisschen schnell, glaube ich. Ja, ich weiß. Ey, hast du... Mach mir eine Delle in mein Auto und ich mache dir eine Delle in dein Gesicht. Oh, sag mal, der fetzt hier aber ganz schön lang, ne?
jeden Fall. Wir müssen irgendwas klauen, irgendwo einbrechen. Ansonsten bräuchten wir unsere Lockpicks nicht. Und weil es ein Shooter ist, gibt es natürlich eine Schießerei. Aber es gibt ja keinen Job, in dem einfach nicht geschossen wird. Ja, das passt schon so. Und wisst ihr was? Falsch mal erwischt werden. Nimm einfach nur die Brille ab. Where the hell you been? Laying around in bed all day? Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? Coffee. Sprach derjenige, der in der Früh noch ein Bier getrunken hat. So, heard you didn't score too big last night. It wasn't exactly my fault. Shit happens. Right, come on, relax, fellas. It's a high-risk business. If you don't like it, you can always go break your back working for peanuts down at the docks. Sorry, Henry, I was just breaking balls, you know. So how about tonight? We still on for what we talked about yesterday? We'll see in a minute. That is too fucking much, too fucking many. I want my money! What? Think I'm running some kind of fucking charity here? Do it. Now! Who was that? Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store and he's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight. In jewels. Plus, a little extra for our trouble. Joe, fill him in. The jewelry store's in the shopping mall in the middle of town. There's no guards at night. So all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple. Because it is simple. Why's everything gotta be so fucking complicated with you? Says the guy who can barely change a light bulb. Look, don't worry. I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixing something. Fair enough. Let's go. All right. We're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Ja, das hört sich doch einfach an, aber die Dinge, die sich einfach anhören, sind meistens ziemlich scheiße. Weil man weiß nicht, dass sie ziemlich scheiße sind. Das ist das Problem. Na gut, dann wollen wir da mal hindüsen. Ja, ja, halt mal die Klappe, bitte. Das ist auch nicht weit. What, you mean with Derek? Yeah, he's a piece of work, ain't he? Give you a job? Yeah. I work some guys off. It was small-time crap. He shakes down these hard-up dock workers just like he did my old man. Well, you didn't have to do it. It's not like he forced you to work for him, is it? My mother almost did. Quit whining and keep in touch with Derek. Trust me. He's got better jobs than shaking down wharf rats. Heißt das, ich muss da gelegentlich einfach mal so frei hingehen? So zwischen Hauptmissionen oder sowas? Hey, you just went through a red light. Na und? Ey, du bist ein Krimineller. Was interessiert dich das? Also, mal ernsthaft. Und die andere Frage ist, wird es hier eigentlich irgendwann mal schön? Immer noch dieses Schneewetter. Also nichts gegen Schnee und so, aber ich mag das ja. Aber es könnte jetzt langsam mal Frühling werden, auch draußen, ne? So in echt und so. Oh, jetzt sind sie wieder still. Jetzt sind sie wieder still. Und ich bin alleiniger Unterhalter. Ich unterhalte mich einfach mal mit Vollgas. Ups, 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 Entschuldigung. Ach, hier sind wir schon da. Ach, da blinkt schon die Tür. Sehr gut. So, warte mal. Ich kann mich irgendwie ganz düster daran erinnern. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hier rauskomme. Mein Auto am besten hinstellen sollte. Ach, komm. Ich habe die Hupe gefunden. Die Hupe war auf E. Was soll denn das? Entschuldigung. Ah, hier muss ich jetzt einbrechen. Achso, ich habe jetzt erwartet, dass das so ein riesiges, großes, so ein richtiges Shopping Mall ist, wo ich dann innen drin bin. So, Meister, kannst du mal weggehen? Ach gut, komm schon. Jetzt mache ich das mal schnell. Ist ja auch nicht auffällig, wenn mitten in der Nacht plötzlich zwei. Ach, ist ja doch. Zwei Construction Workers da kommen, wollte ich sagen. What the hell? Was zum? Hä?
What the hell is this? Come on, boys. The cops will be here any minute. Move it. Ach, während wir hier so richtig schön leise machen, what the fuck is this? You crazy bastard, what the kommt ihr einfach wie so verrückt da reingefahren. Barbaro, what the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, Chief. There's nothing left here for fuck you. Fuck off, Fatso. This is our heist. You want to get out of here in one piece, you'd better hand over everything you've well, got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. Ja, war ja klar, ne? This is car 54. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Ah, fuck! Kiss my ass. Get the fuck out of here. Komm, ihr fahrt jetzt auch noch einfach so rein zur Tür, oder? We gotta get the fuck out of here. What the hell are you waiting for? Get him, lads! Kannst du die schneller rennen, Meister? What about the cops? Come on, let's get out of here! Lauf. Shit! Ja, geh doch aus dem Weg, geh doch aus dem Weg. Ja, komm, mach die Tür auf. Wir werden da jetzt geschossen. Watch my ass while I open this door. Keep those assholes off my back. Almost got it. Hold them off, just a little longer. Ah, immer diese Munition, die aufhört. Waffe zu sein. Okay, got it. We're out of here. Vito, come on. Ja, ich bin schon hier. Wie dumm, hey. Das gibt's doch nicht. Police! Wie kann es denn sein, dass zwei Gangs zur gleichen Zeit den gleichen Ort ausrauben wollen? Die eine schön gemütlich und ruhig und die anderen hier einfach fuck! So richtig plump mit dem Auto rein. Mit dem Auto reinfahren. Wow. Shit, another dead end. Okay, ich passe auf, dass keiner hochkommt. Oh, meine Güte, hat er ausgehalten. You gotta go this way. It's your only shot. Oh. Come on, Vito, move your ass. What are you fucking crazy? It's covered in ice. One slip and we're dead. We got no choice. I ain't going to the joint. Oh, Mann. Hey, come on. Was war das denn? Die halten aber raus. So, der Son of a Bitch, der hat dich wirklich geschossen. Ja, warte mal. Ich muss jetzt mal gucken, schnell. Noch was zum Schießen mitnehmen. Oh, uah. Arcade. Aha. Da würde ich jetzt eher so an eine Spielehölle denken. You waiting for a formal fucking invitation? Over there! Shoot! Jesus, be careful. Almost lost you there. Yeah, I think I just shit myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge. Oh, fuck that. I don't get paid enough for this. This way. This should take us to the street. Ja, komm, dann lauf vorwärts, vorwärts, schneller, schneller. Ich kann aber auch nicht sprinten hier, ne? Die joggen jetzt shit, ganz gemütlich. Cops. Wo denn? Police, police! There's no way out! Vielleicht. Der hat mich aber gescheit erwischt, der Arsch hier oben. Der hat eine Pumpe oder sowas, ne? Zum Glück haben die auch nur Piff-Piff-Pistolen. Schießt jetzt Knie. Nochmal. Jetzt hab ich dich aber. Das erinnert mich so ein bisschen an die Mafia 1, haben wir auch so eine Sache, wo mit Dächer geflohen sind. Mit dem Manager und der Hure. Headshot! Almost got it! Hold him off, just a little longer! Ja. Achso, ach du machst schon wieder Tür hier. Nein, ich will den jetzt haben. So, in den Arsch. Wie viel habe ich hier noch? 6 und 8? Okay. Komm, lauf. Henry's never gonna believe this. Stupid bastards. Let's go. So, was ist jetzt? Ich meine, wir sind jetzt ziemlich weit. Wie weit rennen die uns denn hinterher, hä? Fuck off, Copper!
I didn't do nothing. I won't be lawyer. Look at the Irish, my ass. Who the hell was that? Brian O'Neill. Crazy Mick bastard. Not too bright. Usually works his hired muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on, come on, come on. Don't worry. Give me a bag. I'll go ditch the goods. All right, pal. Meet you back home. Try not to get pinched on the way there. Gibt's da nicht irgendwie einen besseren Weg, den ihr da rauslaufen könntet? So, hinten lang zum Beispiel. To end the day, go to Joe's. Da gibt keinen anderen Weg raus. Ah, verflixt. Ja, ich hoffe doch mal. Mal ganz links, überall ist noch Polizei. Überall ist noch Polizei. Ich bin hier. Ich muss noch da. Mein Auto steht eigentlich direkt davor. Fuck. Ich kann jetzt mein Auto nicht holen. Oh. Das langweilt mich jetzt. Moment. Das. Da drüben steht es faktisch, nur halt irgendwie eine ziemlich verbeulte Kiste. Aber es ist eigentlich das Gleiche. Es ist nicht getuned und so, ne? Oh, warte mal, da ist aber auch haufenweise Polizei. Hier soll ich vielleicht keine. Nix klauen. Scheiße. Ob die mich erkennen, wenn ich da jetzt vorbeilaufe? Ich denke, die Frage ist geklärt. Ach, da ist auch eine Polizei. Ah. Okay. Scheiße. Ja, das ist jetzt echt gerade mega kacke. You have been killed. So, wie komme ich jetzt am schnellsten zu Joe's, ohne entdeckt zu werden, hä? Da ist überall Polizei. Vorne ist auch irgendwo mein Auto. Wo kann ich... Ah, warte mal, da vorne ist ein Hut irgendwo. Ich da nach hier. Puh. Quer durch den Park. Mal schauen, wie lange ich sprinten kann. Und wie weit ist der Hut eigentlich? Da muss ich hin. Ist da irgendwelche Seitengassen vielleicht? Ja, hätte ich gewusst, wo ich mein Auto parken muss. Die Frage wäre dann natürlich gewesen, wäre das Auto noch da? Oh. Nein, Ball. Sag mal, wie weit ist denn das noch? Oh, ich muss jetzt da. Oh, Mann. Home, ich würde gern. Polizei, geh weg. Fahr weg. Los, verpiss dich. Ja, was stehen denn die da rum? Mann, geht doch mal. All units, code green. Back to the station. Oder so. Das ist natürlich auch schön. Aber trotzdem. Los, weg. Na, sehr gut. Jetzt kann ich endlich weiterlaufen. Oh, da ist Polizei. Hup, schnell rum. Empire Bay. So, da muss das doch irgendwo sein. Ich renne jetzt hier einfach über die Straße, ohne zu gucken. Das sollte man natürlich nicht tun. So, hier habt ihr einen Rauch für mich. Lass mich rein. Ich muss jetzt nicht auf die andere Seite, oder? Oder ist es einfach nur zu spät? Aber da waren Leute drin. Mann.
Nein. Shit, fuck. Okay, das wird jetzt noch spannend. Boom, boom, ja, ihr seid schuld. Ja, Leute, drauf gehen. Ach du Scheiße, ich bin ja fast tot. Shit. Oh Mann, ey. Ich wollte doch nur nach Hause. Eigentlich wollte ich nur mein Auto holen. So, die Kiste kann ich wahrscheinlich nicht legalisieren hier beim Shop, ne? Da ist ein Waffenladen, da will ich eigentlich nicht hin. Ne, weiter geradeaus. Weiter geradeaus. Das ist Polizei. Okay. Das ging gerade nochmal gut. Rechts kommt gleich wieder welche. Scheiße. Schnell weg. Da sind auch welche. Fuck. Ah. Oh. Mist, Sackgasse. Aber auch gut. Ey, das wächst sich gerade echt aus hier. Ich wollte doch nur nach Hause und ins Bettchen. Nee, ich hab dich schon gesehen. Keine Angst. So, ich frag mich. Bam. Entschuldigung. Ob ich das Auto einfach daheim abstellen kann? Mitten vor die Tür. Und reingehen. Das werde ich jetzt einfach mal versuchen. Ich hoffe halt mal, ich entkomme dem noch. Ah, hier. Perfekt. Kiste jetzt einfach mal hier hinten. Ich dump die Kiste vor allem. Ich stell die jetzt da ab. So schaut's aus. Ich geh ins Bett. Und ich hoffe mal, das funktioniert. Weil ansonsten gibt's nämlich beim nächsten Mal Stress. Okay, nach diesem kleinen Abenteuer sag ich mal, Dankeschön fürs Zugucken und dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich ohne dass wir wieder verfolgt werden und so weiter. Bis dahin. Ciao mit au.